Hey Leute, willkommen zurück zu Daisy Epoch Staffel 3, Folge 25. Ja, ich sag die Folge jetzt jedes Mal mit an. Haha, ich kann's einfach. Nee. Ja, wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben. Wir haben einen kleinen Weg vor uns. Ah, ich habe mich neu einen ausloggen müssen wegen der Story. Jetzt sehe ich natürlich nicht, wo ich hinfahre. So. Wir fahren Richtung Leichen, oder? Ja. Und der Orca ist natürlich auch wieder mit dabei. Selbstverständlich. Hallo. Jetzt habe ich vergessen, leiser, lauter zu machen. Wir machen uns immer noch auf den Weg zu der Mission, wo wir gestorben sind. Alter! Und da ist einer im Sidechat. Nicht so gut. Vollidioten. Jedes Mal. Aber echt. Ja. Wir haben uns schon gefreut, weil gerade wo wir die Aufnahme starten wollten, war es nämlich schon mal. Aha, haben wir nicht in der Aufnahme, bloß gut. Jetzt kam es nochmal. Jetzt geht's durch Elektro, jetzt ist wieder ein bisschen. Ist das nicht Cherno? Das ist Cherno erst? Das ist. Nee, hier ist doch die Feuerwehr und da hinten ist nur. Nee, das ist schon Elektro. Ja, hier ruckelt's auf jeden Fall. Aber ja, wie? Ja. Ich hab nur noch 23 FPS, Leute, es tut mir leid. Aber dann das ist Cherno. Dann bin ich ja froh, dass es deine Aufnahme ist und ich meine vor Elektro noch beendet habe. Sonst wären es bei dir nur 5 FPS. Ja. Aber komischerweise, umso weniger FPS ich wie sie habe. Alter! Oh Gott. Nutzt da einer das Fluggerät oder was? Ja, umso weniger FPS ich hier in DC habe, umso schneller werde ich. Getötet. Bist du sicher hier rein? Weiß ich nicht, da rennt der Zombie schon so blöde. Naja, wir haben ja Waffen da. Bei der, ich, in dem Haus liegen jetzt eigentlich zwei schon. Der eine hat auch noch eine Waffe. Ja, aber wir werden nicht die einzigen gewesen sein, die zur Mission wollten, weil der Lukas wird da auch wieder hingehen. Und wir werden das ihn immer, dann wieder aus töten, das sehe ich jetzt schon. Ja, wir werden es ja sehen. Ich fahre jetzt wieder wenn aus dem Haus. Wenn nicht, haben wir natürlich im Inland weitaus bessere Chancen, auf Waffen zu treffen, ohne andere Spieler zu begegnen. Oh, das stimmt. Scheiße. Ich muss danken. Ich hab's vergessen. Ganz dringend, oder was? Ja, wir haben noch so vielleicht so ein Sechstel, Fünftel, so ein... Na, dann fahr noch mal zurück. Nee. Warte mal, wann kommt dann hier die nächste... Das könnte eine Weile dauern, hier die nächste Tankstelle Quatsch. Kommt. Oder? Quatsch. Das wird schon. Mal sehen. Das... Muss ich jetzt rechts lang, oder meinst du immer noch geradeaus? Hast du nicht markiert? Doch schon, aber ich weiß ja nicht, wie die Straßen verlaufen. Ich fahre einfach geradeaus. Na warte, ich markiere mir mal das. Alter, Ziel. Kann der mal die Klappe halten? Kann ich ihn nicht irgendwie Spieler stumm schalten oder so? Geht das nicht? Ja, eigentlich geht's schon. Aber wie? Dion ist leider nicht mehr da. Das ist eine Falle, oder? Dion ist leider nicht mehr da, Ivan. Das ist mir egal, aber unsere Leichen vielleicht noch. Nein, das Ding ist leer. Ja, jetzt hätte man ein... Oh, hier steht ein Bus noch. Ja, super. Scheiß auf den Bus, das Ding ist leer. Nein. Der Bus. Ja. Wow, Schüsse. Schüsse. Der Bus ist voll. Schüsse. Ja, ich hab doch gehört. Was soll ich da machen? Ich hab eine Axt. Soll ich die schmeißen? Hab ich vor Schreck den Bus angelassen. Was machen wir jetzt? Ja, vor allem von wo hat er geschossen? Ich gehe einfach ins Auto. No risk, no fun. Ja. Komm auch, warte kurz. Kannst gleich, warte. Ja, warte. Ja, hinterm Bus. Ja. Ja, den Bus fehlen übrigens die Räder, den haben die doch mit los, Absicht hier hin. Los. Quatsch nicht so viel, los. Falsche Seite. Da sitze ich schon. Oh, Auto, fahr, du sagst doch noch eine Falle, ne? Wenn das jetzt ein guter Schütze ist, dann schießt er uns ist er nicht hier raus. Na, ist er nicht, hast recht. Aber ich blute. Ja, er hat in deine Seitenscheibe reingeschossen. Arschloch. Aber... Uiuiui, unsere hintere Scheibe. Ich blute auch. Haben sie mir in den Rücken geschossen. Boah, ich geh gleich hin mit meiner Pistole und gib ihm. Man kann sich doch im Auto verbinden, ne? Echt? Weiß ich nicht. Wenn es aufhört zu bluten, weiß man's. Ja? Ja. Oh. Oh, Gott sei Dank. Ja, man kann sich verbinden im Auto.
Ich würde jetzt wirklich am liebsten. Oh, nee. Ich würde jetzt am liebsten zurück, ne? Und dem eine Rückentüte verpassen mit der Pistole. Ja, hätten wir jetzt bessere Waffen dabei, wären wir auch nicht wieder eingestiegen, dann hätten wir uns. Ich habe auch gesehen, wo er jetzt hergeschossen hat. Ich auch, der war direkt neben uns. So links. Ja, und die Schüsse, die jetzt von hinten kamen, da stand er nämlich auf der Straße dann. Ja, so ein Arsch. Aber er hatte leider keine. Seine Waffe war leider nicht gut genug, um uns zu töten. Na, die war schon gut genug, aber der war zu schlecht im Zielen. Der hat jeden von uns nur so gestriffen, so angeschossen. So ja, man ganz sieht leicht. Hier genau, wenn ich jetzt durch die Scheibe hinten gucke, sieht man genau den Einschusslos, der mir den Nacken getroffen hat. Echt? Ich sehe ganz viele Einschusslöcher, so oft hat er gar nicht geschossen. Nee, da waren ja schon ein paar vorher, glaube ich. Alter, da hat er uns echt angeschossen, ey. Sack. Ja, der ärgert sich jetzt. Hat ich muss tanken. Der extra so eine schöne Falle aufgebaut. Na, hat die nicht zugeschnappt. Ich muss tanken. Halt, da sieht man dann auch, also der hat spielt auf jeden Fall auch noch nicht lange. Ich muss tanken. Weil ein anderer, der jetzt dieses Spiel suchtet ohne Ende, da wären wir jetzt schon lange tot gewesen. Ja, fährst du jetzt noch auf dem Rasen? Ja, weil da oben ein SUV steht. Gar nicht abgeschlossen. Nein! Ich habe heute schon ein Camo-SUV gefunden. Und da hinten ist ein Schweinestall, können wir dann danach vorbeischauen. Damit wir zumindest eine Waffe haben. Und dann fahren wir zurück zu dem Penner. Na komm, Auto. Ey, wie, das ist abgeschlossen. Oder das ist noch eine Falle. Ja. Dann würde ich aber weinen. Ja, Autos, die immer so auf der Straße stehen, da hat man immer gleich den Verdacht. Also. Oh, der ist auch schon sehr leer. Daniel, steckst aber du ein? Der leer, aber fährt noch. Ja, und der ist schneller. Ja. Ball. Und schön leiser. Oh ja. Farbe ist zwar jetzt nicht die beste, aber egal. Oh, jetzt kann er die. Uhuhuhu. Pure Absicht. Nee, ich muss echt tanken. Ich habe kaum noch Sprit. Guck mal, ob hier war in den Dörfern nicht auch immer so eine. Oh, hier ist noch ein Auto. Achso, wir haben keinen Kanister dabei. Aber nicht gleich durch den Zaun fahren. Ja, das ist aber hier dieses. Na und, aber wenn es mehr Sprit hat, dann müssen wir von dem einen den Reifen abbauen und an den anderen ran. Wenn es mehr Sprit hat, dann ist das wichtig. Hier ist eine Scheune und hier ist einfach gar nichts. Oh, ist aber schön. Oh doch, da hinten. Ha, ha, meins. Was ist es? Was ist es? Es ist eine geschallgedämpfte irgendwas. Hoffentlich hat das Ding Munition. Oh, hier liegen Lamba. Oh, hast du mich erschreckt. Lamba liegen da. Wo? Hier vorne. Achso, stimmt, habe ich gar nicht gesehen. 30 Schuss habe ich, schallgedämpft. Schönes Ding und einem richtigen Scope. Brauche ich noch eine? Hier ist eine. Eine VSS? Ich. Nee, doch. Aber die hat keine Patronen dabei. Oh, schade. Na, wenigstens kannst du drohen. Kannst nee, da will ich die nicht haben. Hier innen. Hier. Daniel. Aber warte, nicht da reinrennen, das ist ein Zombie. So, ich hab eine Axt. Weg da. Hätte noch Axten können. Okay. Oh. MG4, das ist meins. Die hinter dir kannst du nehmen. Hier ist noch eine. Mit Stunner und so und schönen Visier. Warte mal, jetzt habe ich gerade den Fehler gemacht. Oh, ich habe keinen Rucksack mehr. Axt aufgenommen. Nein, ich bin dort. Jetzt schießen. Wo? Bei unserem Haus. Nee, da sind wir ja gar nicht. Na, aber Lukas. Falls da jemand ist, hattest du noch eine andere Waffe gesehen? Ach nee. Ja. Das ist Lukas. Ja. Wo du ist. Ich hab's ihm gerade geschrieben. Kann ich. Ah, dann hätte ich auch bloß ein Magazin. Boah, ich habe eine geile Waffe. Ultimativ. Und ich habe ganz wenig FPS. Na gut. Oh, hier ist der Motor kaputt. Oh nee, das ist nicht gut. Und das Ding ist auch leer. Daniel? Ja, wo bist du? Zum Auto, hinter dir. Ansonsten dürfen wir uns gleich darauf einstellen, dass wir laufen dürfen. Und hier ist eine Mission. Naja. Aber wo? Das ist, die Mission ist 2,4 Kilometer weg von uns machen, oder? Ja, warum nicht?
Ich meine, wir haben sowieso nichts zu tun, nichts Besseres. Noch ein Auto. Oh, das war die Mission, die gerade fehlgeschlagen. Ah. Fehlgeschlagen ist. Ah ja, habe ich gesehen, die Fahne ist jetzt auch weggegangen. Oh, hey. Tankstelle, Tankstelle. Okay, ich mache mal Motor aus. Ich muss mal schnell gucken, wo wir hinfahren jetzt. Uiuiui. Zum Vehicle Trader. Verkaufen wir das Auto, kaufen wir uns ein richtiges. Weil der SUV hier bringt mehr als... Mhm. So ein anderes halt. Ja, und Autos natürlich, die man nie abschließen kann, die sollte man immer verkaufen. Jo, falls der Händler das noch kauft, weil das ist ziemlich rot. Aber bis jetzt hat er ja keine Zicken gemacht. Ich glaube, gestern hatten wir auch eins verkauft, das war auch nicht mehr das Beste. Er kauft halt alles, wa? Ich weiß noch, der eine Server, wo wir mal gewesen sind, der nur gemeckert hat, ne? Also, oh ja, ja. Bisschen zu orange die Räder. Nee, zu beschädigt. Das soll ich mal nicht so haben, ey. Ist was für Tüftler. Mhm. Ja, der schifft das dann wahrscheinlich alles nach Afrika rüber und holt sich eine dicke Prämie dadurch. Ja. Ups, oh, ja. Hui. Oh, wie ein Panzer um die Kurve, du. Richtig heftig. Sorry, wenn das jetzt richtig geknackst hat und geknallt, aber ich habe das P so schön betont. Wo zum Henker fahre ich hin? Zur Base will ich nicht, weil was wollen wir dort? Tankstelle, ne? Ja, Tankstelle, weil Daniel, was wollen wir in der Base? Wir brauchen Geld. Wir brauchen unbedingt Geld, damit ja, wir eine Flotpole. Genau. Also wir müssen jetzt entweder andere ausrauben oder... Ich bin für Mission andere ausrauben, machen, das ist immer cool. Oder Missionen machen, das oder andere Missionen machen lassen und dann ausrauben. Das finde ich auch gut. Oder Autos, gute Autos finden, wie das hier zum Beispiel, und dann verkaufen gehen. Wir sind, oh Gott. Wir könnten das Starry verkaufen. Ja. Wir sind ja gleich hier neben Starry. Oh, Leute, ich hab richtig Ruckel, Ruckel. Warum? Spiel! Ich nicht. Doch bei mir voll. Ich könnte die Innenperspektive. Schaut's besser aus. So. Lalilulululululu. Ja, und ihr seht schon da. Bei Starry haben sie ein bisschen anders aus. Nicht wie man es gewohnt ist. Oh ja. Da haben sie erstmal komplett Felsen reingebaut. Naja, dass man hier vorsichtig ist, ne? Und wenn man hier zu schnell reinfährt, dann wird man... rausgeschleudert. Katapultiert. Hast du schon ausprobiert, oder was? Nee, nee. Ihr aber. Ah, Lukas. Dann... Stimmt. Ah! Was ein Arsch. Und? Hast du gesehen, der hat mich... Ja, ja. Das war aber noch human. Wenn man noch schneller reinfährt, dann... So ein Penner. ...böser aus. Ja, jetzt gib Gummi, komm schon. Ah, deswegen ruckelt es bei mir so wegen diesen Steinen hier, die da reingesetzt wurden. Ja, das kann sein. Die gehören ja normalerweise nicht hierher. So, hier ist der SUV 4500. Hat viel, wa? Na, damit, davon kriegen wir ein Auto. Ja, sag ihm aber, der war gerade noch zur Kontrolle gewesen, ne? Ja, TÜV ganz frisch bekommen. Motor und so, ne? Ist alles perfekt. Genau. So, was nehme ich denn? Boah, ist das teuer. Ich wollte gerade sagen, ich kann euch auch mal zeigen, hier, wie es hier hinten noch aussieht, aber ist ja Ivan seine Aufnahme gerade. Ja, er kann es jetzt nichts zeigen. Das ist Pech. Muss er dann mal kurz dahinter gehen. Was kaufe ich denn? Viel, also viel ist nicht drin, Daniel. Ja. Der ist nicht schlimm. Oh Gott. Oh Gott, was nehme ich? Halt, dann kauf halt so ein Quad. Ach nee, damit hast du schlechte. Nee, nee, damit haben wir schlechte Erfahrungen. Ist immer umgekippt. Ja, ja, zu schnell. Das kannst du aber wieder hinstellen. Ja, ja, aber auch bei mir dann die ganze Zeit auf zwei Rädern gefahren. Dann Motorrad oder so. Reicht ja auch. Sicher? So, nee, gehen mit Vorsicht. Na, ich bin mal hier hinten bei den anderen. Ja, hier. Ich hab mir das ja hier hinten auch noch nie angeguckt. Ist die Bank. Banker.
Ja, sonst haben sie es genauso. Hallo Auto, wirst du mal? Hallo. Haben sie es genauso alles. Oh, dann ist hier noch einer. Oh, eine Mission. Oh, Daniel, über uns ist eine Mission. Oh! Hier hinten ist ja auch noch einer. Ganz hinten. Was kann man bei denen kaufen? Ich glaube auch Autos. Overwatch. Nee, Pistolen, Waffen. Wo bist denn du? Ganz hinten. Waffen Hinten kann man. Oh, raus? viele Waffen. Oh. Ja, ganz hinten raus. Also einmal gerade durch. Ey, nicht schubsen. Viele Waffen kann man bei denen kaufen. Oha. Oha. Supercars. Ich dachte ja erst Helis oder so, weil hier so eine große Freifläche ist. Alter, hier. Oh, hier Sniper-Varianten. Oh, gibt hier viele Sniper. Oh. Na gut. Daniel, über uns ist eine Mission. Wollen wir die antreten oder. Ich schau mal, was eine Bloodpole kostet. Samt Safe. Nochmal, ja, ein Safe brauchen wir auch noch, stimmt. Darauf müssen wir hinarbeiten. Auch wenn es hier ein bisschen länger dauert auf den Server, aber. Haben wir was zu tun. So, Genau. der Safe kostet, pass auf, 108.000, okay. 8000, okay. Okay, ein Schloss kostet 9.000. Okay. Das So. ist okay. Wo kriege ich jetzt eine Bloodpool her? Wo finde ich denn die? Hä? Soll auch bei dem sein. Ja schon, Item. aber hier, Bloodpool. 54.000. Ja, okay, die 100.000, die hattest du ja gestern schon mal fast. Ja. Wo ist im Ganzen 160.000? Ja, alle drei Dinge? Mindestens. Oh. Das ist eine Menge. Also auf zum Auto. Wir machen die Mission. Mal ein schickes Auto ausgesucht. Ja, das muss ja schnell fahren, ne? Es muss auf Gras auch schnell fahren. Fällt mir. Ich dachte jetzt, da steht jetzt wieder so ein Lader Nee, nee, oder nee. Jetta. Aber hier hinten passen auch Leute rein, glaube ich, oder? Ehrlich? Na, weiß ich jetzt nicht, aber nein. Schau, es Aber der gibt hat, Gummi glaube sogar ich, berghoch. der hat, glaube ich, auch guten Stauraum, ne? 10, 50, 2. 2 Rucksäcke, 50 Munition und 10 Ja, Waffen. na gut, geht. Standard. Also 2,4 Kilometer in diese Richtung kommen wir zur Mission. Da links ist Medizinzelt. Cool. Meinst du den blauen Kreis? Yep. Okay. Kann aber sehr gut sein, dass wir das Auto dort verlieren und sowas, weil dort andere Spieler auch gerne sind. Okay. Ne? Ich habe allerdings nur ein Magazin bei mir, ne? Ja, mein Gott, ich habe 200 Schuss mit einem MG3. Ne, MG4, was auch immer. MG4. Dafür habe ich aber keinen Rucksack mehr. Wir können auch gern tauschen, wenn du willst. Du nimmst Nö, 400 nö, Schuss nö. und ich nehme halt die 30. Ich würde hier gerne auf eine Straße fahren, aber. Hey, warte mal, hier in der Nähe haben wir gestern unseren schwarzen Wagen verloren. Oh, ja, da bist du ja Ja, gestorben. das war ja die Mission, wo wir. Und ich bin dann auch auf eine Falle reingefallen. Da stand ein schöner grauer SUV. Ich wollte nur prüfen, ob der abgeschlossen ist. Und bang, wurde ich über den Haufen geschossen. Jetzt müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Ja, die Mission war da oben. Stimmt, und hier fängt das der Wald an. Müsste hier gleich irgendwo auf dem Weg sein. Oder es ist ein bisschen weiter rechts, glaube ich sogar. Nee, hier dürfte, oder? Jedenfalls genauso aus die Gegend. Jedenfalls ist der Schlüssel weggeschmissen worden, glaube ich. Noch 1,2 Kilometer, Doch, ey, der Weg richtig ist weit. doch hier neben uns. Stimmt. Ja, Und dann der war Weg das da. umrund. Warte, ich guck mal, ob das Auto noch da ist. Hier steht ein blauer Bus. Der wurde nicht bewegt. Doch, der wurde bewegt. Jemand hat den gefahren. Siehst du rechts? Ich stand gestern ein bisschen woanders. Aber jetzt habe ich Muffensausen. So, 1000 Meter noch. Bis Kreismitte, ne? Ich habe die Mitte markiert. Jojo.
Und 900. Das Auto steht nicht mehr da. Ja, das wird dann wahrscheinlich weg sein. Ja. Hier war die Mission gestern, da habe ich mit der Axt zwei Bots getötet. Yay. Nein, den letzten. Und hier bekommt man von der Mission Gold, das muss man dann umwandeln in die Coins. Hier stand auch noch ein riesengroßes Flugzeug. MV-22, diesen, um zu sein. Genau, diesen Senkrechtstarter. Und der hatte aber leider keinen Sprit drin. Wir sollten einen Schnitt machen. Machen den Fliesenübergang und sagen danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part zu Daisy Epoch. Bis dahin. Jo, alles klar. Vielen Dank. Ciao. Ciao.